ist klasse. Sehr effektiv. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ich krieg dich noch! Ich wollte den Mana-Trank trinken. Oh Mann. Nein. Wo ist denn der Blitzschlag? Verdammt, da ist er. Ich krieg dich noch! So, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Das war richtig gut. Das hat ihm richtig... Oh, das war Glück. Das war echtes Glück. Normalerweise one-hitted uns dieser Penner. Wir brauchen eine Plattform. Das habe ich auch gesagt. Das wundert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Meine Meinung kennst du. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das interessiert mich nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Muss eben aufpassen. Ah, ein Wo ist er denn? Wo ist Bulko? Wow, scheiße. Mich brauchst du das nicht. Da ist er. Wirklich? Ach, scheiße, ich sehe nichts. Bulko? Ey, Alter, wo bist du? Dreht der jetzt völlig durch? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Möglich ist alles. Bulko? Was macht denn der? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das höre ich zum ersten Mal. Ich kann das nicht mehr hören. Wenn er das nicht... Weg mit der Waffe! Na bitte! Wo zum Geier ist Bulko? Willst du mich verarschen? Ich krieg dich noch! Jetzt sag mir nicht, dass der jetzt da reingelaufen ist, der Gurkenkopf. Doch, tatsächlich. Oh Mann! Der macht es einem aber echt nicht so einfach, ne? Das Problem ist, ein Hit und wir sind am Arsch. Muss doch irgendwo hier eine scheiß Plattform geben. Ach genau, ich weiß, wo wir ihn hinlocken können. Alles klar. Komm. Komm schon. Sehr schön. Jetzt ist der Trank zu Ende, merke ich gerade. Einfach mal den Bastard getötet. Und ich kenne da keine Gnade. Mir ist das völlig egal, wenn der Typ stirbt. Hat ja keiner gesehen, von daher. Und ich denke, sobald wir Feuermagier werden, ich bin ganz deiner Meinung, dann werden uns durch Innos unsere ganzen Sünden vergeben. Wo hast du das denn schon wieder her? Du hast das nicht gewusst. Wird sich das jemals ändern? Also bei Bulko ist mir das ehrlich gesagt völlig egal. Ach, scheiße. Ach, das geht nicht. Hm. Dann reagieren die NPCs ja gar nicht mehr. Ach, das ist aber doof. Nee, die reagieren nicht mehr, wenn der Bulko tot ist. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das will doch keiner mehr hören. Das war mir so nicht klar. Wirklich ist genau so, wie du sagst. Das ist deine Entscheidung. Warte mal. Das ist natürlich ärgerlich. Ich werde nicht. Dann machen wir das Ganze nochmal. Das nicht glauben. Da kannst du eh nichts machen. Einiges gehört.
Das habe ich früher auch immer gewusst. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich werde ihn einfach hier mit Pfeile bearbeiten, bis er kein Leben mehr hat. Und dann den Rest eben mit dem Schwert. Ich glaube, hier kam er nicht hoch. Ne, hier kommt er auch nicht hoch. Ne, hier kommt er nicht hoch. Und wenn er versucht hochzukommen, dann wird er abgeschossen. Kamera, bitte nicht rumbacken. Hallo Stivo. Ja, Senpai, Mathe ist immer sehr, sehr kopflastig, ich weiß. Hulko ist auch sehr kopflastig, weil er mir ganz schön auf den Nerven geht. Der Typ ist einfach zu krass. Da sieht man mal, wir haben keinen Bogenskill, ne? Da kommt ja wirklich nur jeder dritte oder vierte Pfeil dann bei dem an. Wir müssen uns beeilen, weil der Trank bald seine Wirkung verliert. Oh, diese Kamera. Okay, der nächste würde ihn töten wahrscheinlich. Oh, wir haben noch einen Trank. Ich speichere mal ab. Waffe ausrüsten. Ach, und jetzt springt er hoch, oder was? Wenn wir unten sind. Ach, und jetzt hat er sich da reingebackt. Ach, Bulko, das tut... Wow, 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 wow. Jetzt wollte ich ihn gerade voll aufs Maul hauen. Aber der hat sich ja nochmal richtig retten können. Das hat ihm aber nicht geholfen. Ja, damit. Du Bimbo. Boah, Junge, Junge, Junge. Versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Wir beide sollten uns mal unter... Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. Na schön. Das hätten wir geschafft, mein lieber Mann. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Alter Schwede. Glaubst du wirklich daran? Ich werde mich da nicht einmischen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das will doch keiner wissen. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erstmal ein Happen. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Das kannst du mir glauben. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Okay. Machen hey, wir. Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du?
Endlich mal ein bisschen Entspannung hier. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Das wird sich zeigen. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Bulko besiegt. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Fester ist erledigt. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Richtig geil. Der andere Kram ist unwichtig. So, wir haben einen Level-Up. Wir sind mittlerweile bei 123 Lernpunkte. Alter Falter. Das wird noch richtig lustig, wenn wir diese ganzen Lernpunkte in Mana reinstecken. Ich sag ja, das wird eine echte Gaudi werden. Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Daran wird sich nie etwas ändern. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Das habe ich früher auch immer gesagt. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Seitdem müssen wir bauen in der Scheune pennen. Da, ja, bei mir soll's recht sein. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof die Schafe. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen. Oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Das hat sich wohl erledigt mit diesem Umhauen. Die sind nämlich alle platt. Zumindest die, die unverschämt sind. Ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als... Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Nein. Natürlich nicht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Daran wird sich nie etwas ändern. Nichts, was uns interessieren könnte. Ist doch wahr. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstück. Gut. Hier hast du 30. Und das war noch verdammt günstig. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Klar, ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Das ist eins der schönsten Dialoge, die jemals von Piranha Bytes geschrieben wurden, ehrlich. Da lache ich mir doch jedes Mal den Arsch ab. Ich habe mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist. Also besser geht's echt nicht. Okay, reden wir noch mit Elena. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ist doch wahr. Die hat nämlich jetzt einen eigenen Stand, die Hübsche. Hallo, schönes Kind. Na, wo haben Sie dich denn laufen lassen? Ich habe ge... Das ist alles ziemlich unwichtig hier. Gibt es hier... Bla 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 bla. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Das hat er doch vorher gewusst. Yo, die Gute hat Wasser. Das werden wir auf jeden Fall kaufen. Das brauchen wir nämlich für die Molerat-Keule. So. Mit wem haben wir noch nicht gesprochen? Mit Cypher. Wie sieht's aus? Hey.
Kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein.